Herzlich willkommen zurück zum Sturz des Dreizacks hier in Age of Mythology Retold auf schwer. Und ich habe jetzt nochmal die Einstellung ein bisschen rumgespielt, habe jetzt meinen Mauscursor ins Fenster gebunden. Ich gehe also nicht mehr raus, das ist sehr schön. Und ja, wir starten die zweite Mission, Konsequenzen. Gehen wir rein. Vielleicht bedurfte es wirklich nur dieser Mission, um Poseidon zu besänftigen. Piraten! An Backbord! Und uns zu Kamos zu bringen. Bogenschützen! Fertig machen zum Kampf! Sie werden dafür zahlen, Poseidon beleidigt zu haben. Und Atlantis. So. Oh, da bin ich. Kamos zu besiegen, müssen sie weiterbauen und ins klassische Zeitalter vordringen. Yes. Die Dorfbewohner sammeln die benötigten Ressourcen, um Einheiten auszubilden, Gebäude zu bauen und Technologien zu erforschen. Nee. Ich finde das. Um schneller Ressourcen zu sammeln, müssen sie mehr Dorfbewohner ausbilden. Aha. Okay. So, ich brauche vor allem einen Scout, der die die Laufwege. Ich weiß nicht, ob ich die Laufwege deaktiviere, ehrlich gesagt. Ich glaube, das mache ich nochmal. So, das habe ich jetzt mal deaktiviert in den Einstellungen. Jetzt nehmen wir noch die Schweinchen mit. Und. Ja, ich glaube, ihre Dorfbewohner müssen Häuser bauen, um ihre wachsende Bevölkerung unterzubringen. Ah, das sieht so cool aus. Leje. Ah ja, genau, da waren gegnerische Einheiten, die wir schon mal konfronten können. Ne. Sehr cool. Okay, das lief schon mal bis hierhin ganz gut. Aber ich brauche noch mehr. Woran fehlt es jetzt gerade? Na, Nahrung. Genau, ich muss erstmal ins nächste Zeitalter. Bedeutet aber auch, ich benötige einen Tempel. Oh, da oben ist jetzt ein Turm, der ist aber neu. Kann das sein? Ich kann mich nicht an den erinnern. Oh Gott, der ist tot, der ist so tot. Den kann ich mir abschminken. Den habe ich zu sehr in den Tod geschickt. So, drei Kriegsschiffe habe ich, die hebe ich mir mal auf. Ich glaube, ich sollte auch einen Hafen in Erwägung ziehen. Komm, den bauen wir mal. Hier war auch ein Transportschiff. Normalerweise würde man ja die Mission immer über Land spielen, aber... Ja, ich glaube, das tue ich jetzt mal nicht. So, wir spielen erstmal den Köder aus. Sehr gut. Benutzen Sie das Befehlsmenü. So, wen nehmen wir denn? Hermes oder Ares? Ich muss sagen, ich glaube, ich nehme Ares, der Kriegsgott. Wegen den Zyklopen. Die sind natürlich ziemlich nice. Aber von Hermes, die Zentauren sind auch nicht schlecht. Na komm, ich nehme erstmal Ares. Dorfzentrum, um ins klassische Zeitalter vorzudringen. Sie können im Menü Dorfbewohner-Prioritäten eine Voreinstellung auswählen, um Dorfbewohner automatisch auf Ressourcen zu verteilen. Ja, ich denke, das machen wir nicht. Choose H2 from the Villager Priorities Menu on the top of... Okay, ich muss. Ja, dann bestätige ich das mal. Dann mache ich das mal. Das heißt, die gehen von alleine jetzt irgendwas machen. Und ich muss nur noch ausbilden, ne? Komm, geh mal hier scouten. Und... Der Kataskopos ist ein schneller, fähiger Späher. Mit ihm können sie die Karte schnell erkunden, um Rohstoffe und Feinde zu finden. Ja, der macht das jetzt echt von alleine. Ich habe ihm das jetzt nicht befohlen. Ne, der geht wirklich von alleine jetzt die Dorfbewohner priorisieren. Sie brauchen mehr Soldaten, um Kamos zu besiegen. Errichten Sie eine Militärakademie und einen Schießstand, um sie zu erschaffen. Tja. Erstmal Häuser bauen. Schaffe Häuslebauer. Prost, Malista.
Oh, ich habe das Gefühl, der wirkt ein bisschen größer, der Zyklop. Der wirkt ein bisschen größer. Also finde ich cool. Länglicher nach oben fühlt er sich an. So, was bedeutet jetzt die 30? Achso, den kann ich nochmal neu aktivieren. Ja, ich verstehe. Bauen Sie Mauern und Türme, um Ihren Stützpunkt gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Einmal aufgewertet, schießen die Türme Pfeile auf Gegner. Sehr einsteigerfreundlich, muss ich sagen, aber mir fehlt Holz. Und vor allem Gold. Ich habe Interesse an Gold. Die gehen von alleine jetzt Nahrung sammeln. Die gehen super viel Nahrung sammeln, aber keiner geht irgendwie auf Gold. Also irgendwie funktioniert das, glaube ich, nicht so gut mit der Priorität, oder? Habe ich so das Gefühl. Ach nee. Die machen deshalb kein Gold sammeln, weil ich ja schon... Ah nee, ich komme gar nicht ins zweite Zeitalter. So. Und dann. Ich muss echt eine Flotte, glaube ich, ausbilden. Ich glaube, um eine Flotte komme ich nicht drum rum. Oh, das kostet Holz und das habe ich nicht. Ach, die haben vielleicht deswegen kein Gold gesammelt, weil ich halt kein Goldsammelgebäude hatte oder so? Ich bin mir nicht so sicher. So, ein paar Bogenschützen können wir auf jeden Fall machen. Wobei, da habe ich ja schon einige von. Eigentlich ein... Okay, sehr gut. Das nehme ich mir mit. Ich baue aber auch mal hier unten eine Kaserne. Konnte ich die irgendwie drehen, die Gebäude? Ja, ja. Mit Shift gedrückt halten kann ich die Gebäude drehen. So, also an Nahrung scheitert es mir schon mal nicht. Finde ich schon mal gut. Nur Holz und Gold ist halt gerade ein totaler Mangel. Und das Haus fehlt mir. Ich muss Häuser bauen. Kann ich das hier so quasi als Mauer einbauen? So, ich muss unbedingt auch Holz mal verbessern, genau. Du könntest eigentlich gleich nochmal einen Hafen bauen, ne? Baune! Spionage! Skandal! Ja, Nahrung bekommen wir halt echt gut rein, einfach weil wir... Oh, okay. Okay, okay, nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Pass mal auf, du, da würde ich mich wohler fühlen, würde ich doch nochmal hier eine Palisade errichten. Kommt, gebt mal ab. Geht das mal bauen. Und ich wünsche mir hier... Oh. Ich wünsche mich hier noch eine... Eine Schützenanlage. Vor allem aber auch nochmal Häuser. Tja, was ist das hier? Heldenflotte. Die Götter verbessern alle ihre Pfeilschiffe im Kampf gegen mythische Einheiten. Ja gut, aber ich habe gerade nicht so viel Gold und Holz, deshalb sollte ich da jetzt eher ein bisschen sparsamer sein, habe ich das Gefühl. Bogenschützen können wir mal verbessern. So, hier kommt dann quasi ein Torhaus. Okay. Komm, geh mal die Schweine hier schlachten. Wobei, halt, stopp, ist eigentlich keine gute Idee, die Schweine zu schlachten. Ich muss mal ein Nahrungslager bauen. So, ich versuche schon eine hübsche kleine Base zu bauen. Das Spiel bietet mir die Möglichkeit.
Okay, irgendwie. Ah, jetzt. So, wenn das Spiel mir die Möglichkeit bietet, warum nicht? So, hier erstmal Tiere mästen und mal bessere Felder. Türme bauen, gerade nicht möglich. Gold fehlt. Okay, das müssen wir also mal verbessern und ein paar auf Gold setzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht wirklich selber bewerkstelligt. Also, Marinewirtschaft, das geht halt voll auf Fleisch hier. Klar, wegen Dorfbewohnern, glaube ich. Gut, dass das hier jetzt mal ein bisschen erklärt wird, aber ganz ehrlich, ich nehme das mal raus, diese Priorisierung, weil ich das Gefühl habe, dass das halt nicht so gut funktioniert. Oder halt mich irgendwie eher behindert. Also, so fühlt es sich halt eher an. 200 Gold. Ich hab's gerne selbst ein bisschen kontrolliert, muss ich ehrlich sein. So, ich baue mich mal in die Richtung aus. Jetzt fehlt mir wieder... Mann, ich bin so blöd. So, jetzt. Das konnte ich jetzt irgendwie nicht drehen, aber egal. Aha. So, Schmiede steht, die können wir direkt mal nutzen. Oh, da sind jetzt einige mehr, wir brauchen Unterstützung. Komm, bau den Turm schnell. Okay. Ja, war schon eine Warnung. Wir sollten den Turm jetzt hier schnell fertig kriegen. Besten. Ja, zur Sicherheit. Ja, um den Wasserpart vielleicht noch ein bisschen zu decken, dort noch ein Turm. Ja, komm, ich baue einfach mal hier zu. Aber ich sehe gerade mir... Habe ich kein Geld oder so? Naja, egal. Jetzt können wir die Mauer mal verbessern. So. Okay, die Truppe hält auf jeden Fall da den Süden. Und wir können nochmal die Türme verbessern. Ist natürlich bloß blöd, wenn die sich hier oben hinstellen und in die Base reinschießen. Dann ist die Base halt natürlich ein bisschen... schlecht geschützt, aber okay, was soll's. Ich brauche sehr viel mehr auf Gold. Ich kann gar nicht ins nächste Zeitalter. Das ist hier schon quasi das höchste der Gefühle. Was ich hier habe. Oh, aber ich sollte vielleicht auch noch einige zum Beten schicken. So. Brauche ich das so? Ja, so ist das eigentlich nice, wenn ich das so mache. Würde ich mich wohlfühlen. Gut, die Pegasus-Viecher werden sowieso abgeschossen, die kann ich mir eigentlich sparen. Ich habe Bock auf eine kleine Flotte. Ein bisschen da juckt es mir schon in den Fingern. So, die Mannschaft, die hält hier den Süden. Das soll eigentlich reichen. Die sollten das schaffen. Im Normalfall. Okay, so Pest haben wir noch übrig. Kann ich nochmal irgendwann irgendwie nutzen. Marktplatz wäre natürlich noch nice. Ich weiß, dass ich die Mauer hier dann wieder hochbaue und so rumziehe, so ein bisschen eckig baue quasi. Okay, Türme machen auch besseren Damage. Gold müsste jetzt eigentlich ganz gut reinkommen. Oh, da kommt die nächste Truppe. Kampfbereit! Kalosch!
Kriegen wir hin. So, okay. Ich traue mich halt noch nicht so richtig anzugreifen. Die Zyklopen sind im Moment meine einzige Belagerungseinheit. Einheiten und Gebäude, genau. Ich will diesen Turm hier oben zerstören. Der bereitet mir da ein bisschen Kopfzerbrechen, aber... Da brauche ich noch ein paar Zyklopen für. So, das macht die Zyklopen stärker. Verbessert die Zyklopen auf jeden Fall. Mehr Angriffsstärke und Flächenschaden verursachen. Das ist natürlich klasse. So, ich habe jetzt 8 Leute beim Beten. Das genügt mir eigentlich. Nee. Bevor du dich da einbaust. Ich sehe das schon kommen. Kann die sich da nicht mehr wegbewegen, ey. So, die machen wir noch besser, die Bogenschützen. Die Hopliten machen wir noch ein bisschen besser. Okay, komm, ich schicke die jetzt einfach mal vor. Ah, mir fehlt gerade das Holz. Jetzt kann ich bauen. Prostagma. Okay, könnte ich von hier aus ja eigentlich schon den Hafen angreifen. Wie cool das aussieht. Guckt euch das mal an, ey. Klasse. Das sieht so cool aus. Okay. Ah, jetzt kann ich auch hier die Schwertkämpfer ausbilden. Nice. Okay, ich bin jetzt ein bisschen im Bevölkerungsverzug. Ah, weil es halt kein Holz mehr hier in der Gegend gibt, ne? Das ist mal ein neues Holzlager. Ich baue mal ein neues Lager hier oben. Ah, im Süden gibt es einen Angriff mal wieder. Ihr sollt nicht Gold hacken. Ihr Idioten, ihr sollt Holz holen. Das ist das große Hauptproblem. Da kann man ja so eine Wohnsiedlung ja reinsetzen. Ah, das ist ja ärgerlich, dass da was im Weg ist. Ja, doch, doch. Baut das mal so. Das passt schon. Ich hätte halt noch so eine Möglichkeit, noch weiter ins nächste Zeitalter vorzurücken, aber ist ja anscheinend nicht der Fall. Aber gut. Wir können ja mal ihre Verteidigung testen gehen. Mal schauen, ob sie einem Angriff standhalten könnten. Wobei, ich wollte ja noch eine Flotte machen und so, ne? Mehr wir jetzt schon zerstören können, desto besser. So, und parallel greifen wir über Wasser an. Jetzt zieht ihr euch mal zurück. Metal
Okay. Oh, das passt ja eigentlich ganz gut, wenn ich das so baue. Was ist doch denn jetzt eine kleine Base, die ich hier gebaut habe eigentlich? Okay, zieht euch mal zurück. So. Guck mal, dann sammeln wir mal eine schöne, gediegene Truppe da vorne. Ja, die ist jetzt natürlich eingesperrt, das habe ich mir schon ausgedacht. Müssten wir mal Zwangsdeleten. Notschlachten. Wenn man so möchte. Eigentlich stehe ich wirtschaftlich jetzt recht gut da. Was ist das hier? Heldenflotte? Könnte verbessern? Ah ja, genau. Die Pfeilschiffe. So, ihr habt hier alles zerstört, was hier zu zerstören gab. Wunderbar. Dann greifen wir jetzt parallel den Hafen, als auch zu Land, als auch über Wasser an. Die werden hier blaues Wunder erleben. Was ist das Wort? Wir sind ja blau unterwegs hier. Selbst die Seeschlachten sehen ganz fancy aus, ehrlich gesagt. Ah, das sind die Truppenslots hier oben. Πρόσεχε. Λέγε. Βούλομαι. Ετοίμ, μάλιστα. Πρόσεχε. Βούλομαι. Έτοιμο. Εισβολή. Πρόσταγμα. Ορθό. Λέγε. Πάνε. Ισμάχη. Ah, oha. Das sind so Seeschlangen. Krass. Kamos flieht aus dem Dorfzentrum. Ihm nach. Okay. Sehr cool. Sie haben gewonnen. Das nächste Mal, Akantos. Euer Glück hält nicht ewig und ich werde Zeuge sein. Euer Kopf wird an einem Mast baumeln, Atlanta. Mindestens eins von Poseidons Kindern ist immer noch auf Seiten unserer Feinde. Ladet den Dreizack auf das Transportschiff. Es soll umgehend nach Atlantis zurückkehren. Okay, cool. Dann haben wir diese Mission Konsequenzen erledigt. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Mission 3, nur die Oberfläche. Lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Age of Mythology Content hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.